Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist unser Kollege Sven Schulz. Bitte schön, Kollege Sven Schulz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Hochschulpakt ist in der Tat ein großer Erfolg, ein gemeinsamer Erfolg und Ausweis von Kraft und Bedeutung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Hunderttausende Studienplätze werden gemeinsam finanziert. Das ist in der Tat großartig. Und die Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und FDP werden mir nachsehen, wenn ich dann doch an dieser Stelle festhalte: Zum Ersten, der Hochschulpakt wurde in der Großen Koalition gemeinsam, auch mit uns, gestartet. Und er war vor allem nur möglich durch einen entsprechenden Artikel im Grundgesetz, der die Zusammenarbeit ermöglicht hat. Und diesen Artikel hat maßgeblich die SPD-Bundestagsfraktion gegen Widerstand durchgesetzt. Und darauf sind wir stolz, Kolleginnen und Kollegen. Und der Hochschulpakt zeigt auch, dass die Kooperation von Bund und Ländern dauerhaft auf breite Basis für den gesamten Bildungsbereich gestellt werden muss, so wie wir das vorschlagen, und nicht Stückwerk bleiben darf, so wie die Koalition das will. Die Aufstockung des Hochschulpaktes ist gut, sie war allerdings auch jetzt sehr überfällig. Leider mussten wir die Koalition an dieser Stelle immer wieder zum Jagen tragen. In den Jahren, ja, kann ich Ihnen nicht ersparen, in den Jahren haben wir alleine von der SPD-Fraktion 4 Anträge gestellt. 2010, 11, 12, 13, alle abgelehnt von der Koalition. Nun werden Sie sagen, naja, es ist doch alles in Ordnung, es ist doch alles gut gelaufen. Ich sage mal, naja, es ist gerade noch mal gut gegangen für den Moment. Aber dieses Zögern und Zaudern, das ist doch auch riskant. Das birgt auch die Gefahr des Scheiterns. Was wäre gewesen, wenn Sie sich nicht hätten einigen können? Das wäre eine Katastrophe gewesen. Und diese Politik, diese Art, an Politik heranzugehen, gibt den Hochschulen und den Studieninteressierten nicht die dringend benötigte Planungssicherheit. Das, was die Koalition macht, hat mit vorausschauender Politik, die Vertrauen schafft, nichts zu tun, sondern hat eher den Charakter des verkrampften sich durchwurstelns, Kolleginnen und Kollegen. Vor allem aber haben Sie zwar die Pflicht erledigt, doch an den wesentlichen Stellen haben Sie nichts gemacht. Ich will hier einige Punkte nennen. Erstens, wie geht es denn weiter mit dem Hochschulpakt? Was ist mit der dritten Phase? Stichwort Planungssicherheit. Und was ist mit Strukturverbesserungen? Die SPD-Fraktion hat einen Antrag für einen Hochschulpakt Plus vorgelegt, mit einer Antwort etwa zur Frage der Masterstudienplätze, die zunehmend fehlen, mit der Idee des Abschlussbonus, damit eben auch nicht nur der Studienbeginn, sondern das erfolgreiche Studium und auch die gute Lehre unterstützt wird. Sie von der Koalition befassen sich damit gar nicht. Zweiter Bereich, was ist mit der sozialen Infrastruktur? Auch dazu gab es einen SPD-Antrag, der von der Koalition abgelehnt wurde. Hören Sie eigentlich, Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und FDP, hören Sie eigentlich zu, was das Deutsche Studentenwerk sagt, was Studierende Ihnen auch sagen wollen? Wohnsituation, Kinderbetreuung, Beratung, Unterstützung, überall dort muss mehr passieren, Kolleginnen und Kollegen. Und der dritte Bereich gehört auch dazu, auch von Kollegen Ruprecht angesprochen worden, BAföG. Also was sich da rund um die gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern abgespielt hat, das spottet ja jeder Beschreibung. Frau Wanka, Sie haben vor der GWK, vor den Gesprächen mit den Ländern, großartig medial angekündigt, Sie würden das BAföG verbessern. Und dann gab es das berühmte Kamingespräch von Bund und Ländern. Und was ist da passiert? Nichts ist da passiert. Frau Wanka ist Vorschläge schuldig geblieben. Ein Arbeitskreis wurde eingerichtet. Na bravo, Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Wanka, da haben Sie ja richtig was erreicht. Ich glaube, Sie sind da als Tigerin gesprungen, aber als Kaminvorleger gelandet, Frau Wanka. Und kommen Sie mir bitte nicht immer wieder mit der Ausrede, die Länder würden doch nicht wollen. Natürlich sind die Länder zurückhaltend, die haben finanzielle Schwierigkeiten, die müssen die Schuldenbremse auch einhalten. Aber das BAföG ist doch ein Bundesgesetz, da muss der Bund doch einen entsprechenden Vorschlag machen. Das ist überfällig, Kolleginnen und Kollegen. Und viertens, letztlich der Grund für viele Schwierigkeiten in diesem Bereich, Sie bekommen, Frau Wanka, das nötige Geld nicht. Ihre mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung sieht in den nächsten Jahren Kürzungen von mehr als 500 Millionen, über eine halbe Milliarde Euro vor, und zwar in der Bildung. Darum können Sie nichts weiter machen. Und wenn Sie sich hier loben,
dann müssen Sie auch sagen, wo Sie das Geld für den Hochschulpakt hernehmen und wo es dann eben auch gegebenenfalls Einsparungen gibt. Haben wir vielleicht in der nächsten Sitzungswoche eine Aktuelle Stunde zu erwarten mit dem Titel Vorschläge der Bundesregierung zur Kürzung im Bildungswesen? Wahrscheinlich werden Sie sich das nicht trauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, jedenfalls nicht vor der Bundestagswahl. Und Frau Wanka, damit wir uns dann nicht missverstehen, Ihnen persönlich ist da gar nichts vorzuwerfen. Sie sind da jetzt auch erst jüngst in das Amt gekommen. Aber der Bundeskanzlerin Merkel, der muss man diese Finanzpolitik vorwerfen. Sie hat die Bildungsrepublik Deutschland nachgerade einkassiert, Kolleginnen und Kollegen. Unterm Strich, die Aufstockung des Hochschulpaktes ist gut. Aber bei der Weiterentwicklung Fehlanzeige, bei der sozialen Dimension Fehlanzeige, beim BAföG Fehlanzeige und dann auch noch Kürzungen im Haushalt, das sind ein Schritt vor, aber vier zurück. So kommen wir nicht weiter. Vielen Dank, Kollege Sven Schulz. Nächster Redner unserer aktuellen